Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Im letzten Part waren wir natürlich wieder La Policia. Die Ultimate Road Car. Das nehmen wir. Aber hier hat es uns ziemlich erwischt. Eine schöne orangene Corvette. Und kalter Kaffee ist gut für die Haut. Oh. Ja, da gibt man der EMP und Störsender. Weil genau hier sind wir beim letzten Racer-Part stehen geblieben. Ja, da ich gerade dass mich hier gerade gewaltig erwischt hat. Jawohl, ja, ausgebremst. Es ist wichtig, dass ich A heile und B mit wenig Polizei am Arsch ins Ziel komme. Hättest du mal nicht gesagt. Ich war aus der Reichweite. Die EMP habe ich. Die Bombe habe ich verdonnert. So, der nimmt. So. Wobei ich sie ja nicht durchbrochen habe, ich bin einfach nur vorbeigefahren. Was wollt ihr? Ich habe nur ein gezügtes Auto und bin ein bisschen schnell unterwegs. Oh, haben meinen eigenen Konkurrenten rausgenommen. Ein Nagelband, ein Störsender und eine EMP-Bombe habe ich. EMP-Wiederverbindung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. EMP-Wiederverbindung.
Ah. Ich habe meine Paintball-Bomben. Zwei davon habe ich schon leider verböllert. Ich habe einen Störsender, ein Nagelband entgeben. Nice! Durchs Nagelband gefetzt. Ach du, ah, der Panamera. So, nix hat's erwischt. Und Nelia, jawohl, ja. Gib doch gleich richtig. Jetzt hast du alles am Arsch, EMP. Ein Kilometer. Und ich habe noch etliches am Arsch. Zweiter. Knapp. Aber hey, immerhin sind wir ins Ziel gekommen. Ach. 230.000. Damals aufgeräumt. Zeitfahren. Das heißt, je schneller ich bin, desto besser. Nehmen wir diesmal knallgelb. Quasi, ich bin eine Blume. Am besten natürlich richtig schön ins Nitro rausböllern.
Ah. Ja, habe ich einen Moment nicht aufgepasst. Bin ich froh, wenn ich hier mit Silber rauskomme. Oder mit Bronze. Das wird zwar eher werden. Ja, Bronze. Besser als nix. Wie viel? Unter 1,35. Ja, das könnte witzig werden. Sehr witzig. Kilometer. Da müssen wir erstmal schön à la Tokyo Drift. Und jetzt erstmal schön das komplette Nitro rausjagen. Also das Gefühl, dass ich eh nur gerade ausheizen mit ein paar Drifts. Drei, vier. Knapp an Gold vorbei. Aber um Arschhaaresbreite schon wieder. Wenigstens haben wir einen neuen Wagen erhalten. Und zwar... Oh, Lamborghini Gallardo SP564. Hoffentlich gibt es den auch in Lila. Stampede. Die Cops sind uns in jeder Beziehung ebenbürtig, aber in einem Punkt sind sie uns unterlegen. Speed, deine Wagen sind mit dem Turbosystem ausgerüstet. Aktiviere den Turbo und innerhalb weniger Sekunden wird er deinem Wagen einen raketenähnlichen Beschleunigungs- und Tempokick verschaffen. Das System ist nicht sehr ausdauernd. Du hast im Rennen nur wenige Versuche, es zu aktivieren. Viel Glück. Schade. Gibt leider kein Lila. Schön wär's. Bis jetzt kann ich leider mein Wort nicht halten. Oh, zwei Störsender und drei Turbo. Wichtiger gesichtet. Wir nehmen ihn uns vor.
Ach du grüne Neune. Tja. Drei sind reingerauscht. Und ich bin da einfach ganz geschickt ausgewichen. Schön gechillt mit einem Lamborghini. Und ich bleib stets auf dem Gegenverkehr. Ach du grüne Neune. Aua. Tja, ich war nicht derjenige denn. Erstmal einen gewaltigen Turbo gezündet. Ich habe noch zwei Störsender. Nice. So, den habe ich erstmal gestört. Egal was passiert, ich habe ein Upgrade sicher. Wir gewonnen, Sozeron. So, und jetzt knall ich nochmal an. Und schön stylisch mit dem Turbo durch. Nice. Nice! Nice to do. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Durch Nutzung der neuesten Entwicklungen auf dem Sektor der Störsendertechnologie kann der Sweeper von Hudson Tech mehrere Frequenzen stören und eine Vielzahl von Geräten der Verkehrspolizei außer Gefecht setzen. Und
Neue 11 Tage auf 4S? Nice. Auch wieder was Schickes aus Stuttgart. Hab ja keinen anderen, also muss der herhalten. Muss der Kollege herhalten. Eine Mischung aus klar und es knallt. Jawohl. Ist ja ins reinste Porsche-Rennen. Ich bin zwar gerade Arschletzter, aber hey. Kommen Sie hin, kommen Sie ran. Ich war kurzzeitig mal Top 3. Und bin wieder Top 3. Ich bin 6 Sekunden hinterm zweiten. Das soll gar kein Problem sein. Den kriege ich auch noch, den Kollegen. Würde ich einfach mal mein Nitro verböllern, das im Porsche eingebaut ist. Ist gut, dass hier erstmal die Waffen nicht gebraucht werden, weil sonst wäre das Rennen richtig lustig. Sonst wäre es nämlich richtig witzig. Ach, da vorne ist ja der Kollege. Und der kehrt jetzt Aderkarts. Na geht doch, wir haben das Feld von hinten komplett aufgeräumt. 3 Minuten und 8. Fast perfekt 3 Minuten. Also kann man sich einmal nebenbei die Zähne putzen. Man soll ja in 3 Minuten sich die Zähne putzen. Habe ich zumindest mal so als Kind gelernt. Oh, wir sind Delinquent. Wir sind Ärgermacher. Level 6. Fuck GT, nice. Er sieht fast aus wie der aus Carmen von Nicky.
Dann machen wir jetzt noch einmal Vorschau. Und dann werde ich den Part auch schon beenden. 3 Minuten 8. Erstmal schön die... Erstmal schön die bergige Aussicht genießen, jawohl. Weil das darf bei so Arcade Racer, hätte ich eigentlich gleich zu Beginn sagen sollen. Habe ich aber nicht, weil ich ein Inter bin. Weil... Ist so ein Begriff aus der League-Sprache, der sich mein Alltag eingebürgert hat. Ja, es gibt auch Begriffe aus League, die sich in meine Alltagssprache eingebürgert haben, wohl übel. So, dala. Nee. Alter, du blöder Transporter. Beweg deinen Arsch zur Seite. Ich hab's eilig. Danke, die schöne Karre. Also für, ADAC-Versehen, jemanden zum Schrottfahren braucht. Sign me up. Kappa. So, erstmal ein schicken Drift. Fünf Kilometer haben wir noch. Gold werde ich nie mehr schaffen. Also ich drücke jetzt richtig gewaltig auf die Tube. Nee, Gold wird nichts mehr. Silber kann unter Umständen noch was werden. Aber wird auch nichts mehr. Bleibt ja wohl nur noch Bronze übrig. Ja. So, genau mit der Bronze werde ich dann wohl über den Part beenden. Hoffe, hat euch soweit gefallen. Und dann sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.